Die Bevölkerung ist im erst vor wenigen Tagen offiziell eröffneten Stadtraum Mitte 15 angekommen. Die kreative Maschinerie im Stadtraum und im umliegenden Grätzl rund um den Rustensteg, die läuft ab sofort auf vollen Touren. Willkommen im erweiterten Wohnzimmer der Menschen. Ich meine, es gibt hier ein fantastisches Parkett, auch vor diesem Raum eben, ja, wo man wirklich sich konsumfrei, wo man sich hinsetzen kann, planen kann, reden kann, zusammenkommen kann, einfach nur Spaß haben kann. Und in dem Sinn wird sicherlich auch so ein Punkt sein, wo sich die Bevölkerung vom 15. aus dem Grätzl da trifft. Was passiert, wenn mitten auf einer Transferbrücke plötzlich eine Ziellinie auftaucht? Marschiert man darüber, dann findet man sich urplötzlich in einem kleinen Privatkonzert wieder. Das ist die Handschrift der Arge Henriette. Wir haben die Leute vorne abgeholt und sozusagen versucht, ihnen einen musikalischen Wunsch zu erfüllen. Also wirklich nur für sie kurz da zu sein. Leute, die hier durchgehen, denken gar nicht viel nach, die sind unterwegs von A nach B. Und ich glaube, das ist der ideale Ort, wo man Leute rausreißen kann von dem Üblichen. Und wenn man hier genau in der Mitte etwas anbietet, wo man die Leute rausbringt und mit etwas überrascht, kann man etwas bewirken, was vorher einfach nicht da war und Ideen sozusagen hervorrufen, die vorher definitiv nicht da waren. Sehr, sehr viele Menschen, egal welcher Herkunft, egal welcher sozialer Schicht, nutzen den öffentlichen Raum wirklich als ein verlängertes Wohnzimmer. Musik sollte im öffentlichen Raum viel mehr Rolle spielen. Leute, die aus unterschiedlichsten Verhältnissen kommen, sollten Musik ständig griffbereit haben und lernen, ohne große Hürden, dass das etwas ist, mit dem man sich ausdrücken kann. Ich bin davon überzeugt, dass das etwas total Wichtiges ist. Rudolfsheim 5 Haus wird immer bunter. Das haben die Menschen eindrucksvoll zur Schau gestellt. Ein kleiner, relativ dicht bebauter Bezirk mit wenig Grünflächen. Aber die Leute, die bei uns leben, zeigen Initiative, die haben viel Energie. Und deswegen, trotz dieser Grenze unter Anführungszeichen, ist es so, dass die Leute trotzdem zusammenkommen und unser Bezirk ganz was Besonderes ist. Nicht zuletzt deshalb, weil jetzt neuer Freiraum und eine ganze Brücke für Kunstperformances zur Verfügung steht.